Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Nisch. Ihr habt nichts verpasst, außer dass ich mir meine letzte Tasse Kaffee für den Tag geholt habe. Also Prost. Und dass ich entschieden habe, das wird vermutlich hier die vorerst letzte Folge sein. Einfach da gut, mein Gedankengang zu versuchen zu folgen, dürfte nicht unbedingt allzu spannend sein. Ist auch nicht unbedingt das actionreicheste Spiel. Es ist eine Art Spiel, die eigentlich irgendwo maßgeschneidert ist für mich, aber nicht als Let's Play, wenn ich es mache. Also da gibt es sicherlich Leute, die können das wesentlich besser machen. Die können besser auf die Sachen eingehen, die können die ganzen Sachen besser erklären, wo ihre Gedankengänge sind und was sie vorhaben. Das ist nicht unbedingt meine Stärke. Und mal, wir haben keine Züge übrig gehabt. So. Ja, du Kleine, bei dir müssen wir sehen, dass wir dich irgendwie heil durchbringen. Und dann da auch mit der Paarung vorankommen, in deinem Fall. Wir müssen jetzt natürlich irgendwo anfangen zu gucken, wen können wir eventuell aussortieren. Wen müssen wir aussortieren? Einfach aufgrund des Alters. Jetzt wollen hier alles bloß Männchen. Nistmaterial mitbringen. Ja, du bist Weibchen, hast schon ein bisschen was eingebüßt, vermutlich weil du anfänglich krank warst. Und dich müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Und bei dir ist leider, glaube ich, der letzte Tag angebrochen. Da versuchen wir trotz allem noch möglichst viel rauszuholen. Hinten ist doch irgendwo. Da bist du. Du bist schwanger und da ist nicht mehr viel übrig. Ja, du bist die letzte, die dran ist. Oh. Das wird, glaube ich, nicht eingeblendet, wenn ich die Einstellung richtig habe. Eine Errungenschaft erhalten. Kopieren, einfügen. Ich vermute mal, dass die exakt die gleichen Gene haben. Das sind eineiige Zwillinge. Ja. Beides Weibchen. Beide mit exakt den gleichen Genen. Ja, und beide leider Gottes. Ach, um die tut's mir leid. Um die beiden tut es mir jetzt schon leid. So, Rowan, du bist zu alt. Ich will mal nicht großartig mitnehmen können. Sissi nehmen wir auf alle Fälle mit. Und Annarena auch.
Okay. So, du bist auch jung genug. Produkte würde ich sagen, Bluter. Nee. Aber hier ist rezessives Gen Bluter, aber da könnten wir Glück haben. Du wurdest, glaube ich, bloß angesteckt. Genau, von dir aller Voraussicht nach. Aber das Ganze jetzt alles zusammenkriegen ist nicht einfach. Ja, Krankheit. Irgendein neues Gen wurde freigeschaltet. Mal gucken. Ah, die Schaufelpfote ist verfügbar. Du bist aber Angler. Da kann man es nicht gut gebrauchen. Du hast auch das Angler-Gen mit bei. Beides Weibchen. Wo ist mein männlicher Angler? Da ist mein männlicher Angler. Sammeln und aufknacken. Graben. Aber wäre für Inland sehr gut. Aber auch sammeln wäre sehr gut. Andererseits so eine Mischung wäre natürlich noch besser. So, komm. Du bist krank, weil angesteckt. Komm, also für die neue Insel können wir schon mal gleich. Dann lassen wir es gleich mal. Okay, das hat bei einem nämlich funktioniert. So, mit euch beiden. Was machen wir da? Ihr habt leider nicht einmal sinnige Sachen dabei. So, du warst, glaube ich, zu alt. Du musst definitiv mitkommen. Wie das aussieht, so mit den Pfoten, die da so hochgehoben sind. Nein, warte mal. Du gehörst ja gar nicht zu uns. Klauen, Stärke und Angeln.
Ja, die Knackerschnauze hat Klauen. Anglerschwanz. Der muss mit. Noch besser wäre, wenn wir da irgendwie eine passende Paarung hinbekommen würden. Aber du warst zu alt. Okay, du wartest hier die Runde. Okay. So, aus dem Rudel verbannt. Auch aus dem Rudel verbannt. Tut mir leid um die beiden, aber es geht nicht anders. Oh, wir sind schon mit den Nahrungsmitteln ganz schön runtergegangen. Was zur Nahrung. Da unten könnte wieder was sein. Dukta sollte, glaube ich, auch hier bleiben. Oh, neues Gen. Welches ist da? Ah, die große Nase. Große Nase ist natürlich besser als die kurze Schnauze. Du hast Gift 10. Die lassen wir mal. Du hast die Knackerschnauze, da ändern wir auch nichts dran, ne? Obwohl du die Krankheit eingehandelt hast. Bist noch dran. Du bist momentan krank. Nicht so gut. Okay. Ist natürlich ungünstig mit den ganzen Krankheiten. Oh. So. Oh, das sieht noch blind aus. Ja, blinde Augen. Aber gut, blind ist noch halb so wild. Hat die Schaufelpfote. Hat einen Anglerschwanz rezessiv. Also dich nehmen wir definitiv mit. Wir brauchen jetzt aber dringend noch Nahrung.
Wieso geht das nicht? Ah, geht doch. Okay, so. Da im Graben. Ach, ich wollte mir unbedingt mitnehmen. Na gut, dann musst du auch noch hier bleiben. Okay, wir gucken uns zumindest die nächste Insel noch an. Viel Nahrung haben wir nicht. Das wird eine schwere weitere Reise. Oh, wir haben zumindest einen Nistplatz in der Nähe und etwas Nahrung. Es ist eher eine kleine Insel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind 5, 6, 7, 8, 9. Der Weg wird es auf alle Fälle sein für mich. Den werdet ihr aber, wie schon angekündigt zu Anfang der Folge, leider nicht mehr miterleben. Denn ich werde, auch wenn die Folge jetzt etwas kürzer ist, dafür waren die anderen beiden Folgen ja doppelt so lang. Werde ich jetzt hier einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in einem der anderen Videos wieder. Also bis dann, euer China Tiger.